Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Ü-Ei-Kanal. Mein Name ist Gunnar und für euch habe ich heute diese Box mitgebracht mit den Disney-Prinzessinnen drauf. Und ich kann euch jetzt schon verraten, in dieser Box, da sind diesmal keine Überraschungseier. Nein, da drin haben wir ganz viele Disney-Prinzessinnen. Ja, ich mache das mal auf und zeige euch die. Und das Problem ist, dass ich nicht von allen den Namen weiß. Ja, also von vielen Prinzessinnen kenne ich natürlich die Namen, aber es sind einige dabei, wo ich, naja, nicht so wirklich Bescheid weiß. Das hier ist, glaube ich, Belle. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber das ist Belle. Naja, jedenfalls würde ich mir wünschen, dass ihr mir den Namen verratet von den Prinzessinnen, die ich nicht kenne. Vielleicht verwende ich auch manchmal die falschen Namen. Das könnt ihr mir dann auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ne? Also, das war Prinzessin Belle und auch das kennen wir. Das ist Rapunzel. Die kann man nämlich ganz gut an den langen Haaren erkennen. Ja, auch meine Lieblings-Clip-Prinzessin. Mit dem super blau-goldenen Kleid gefällt mir auch megamäßig gut. Ja, wie gesagt, mein Ziel heute ist es, so viel wie möglich über diese Prinzessinnen zu lernen. Und dazu brauche ich nämlich unbedingt eure Hilfe. Also, wenn ihr mir etwas zu diesen Prinzessinnen sagen könnt oder aus welchen Filmen die stammen, dann schreibt mir das, wie gesagt, unten in die Kommentare. Ja, das ist auch so ein Kandidat. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Sie hat rote Haare und das sagt mir eigentlich, dass es Ariel ist, von Ariel die Meerjungfrau. Aber so hundertprozentig sicher bin ich mir da nämlich auch nicht. Auf jeden Fall tolles lila Kleid und wie gesagt die roten Haare. Ich denke, das ist Ariel. So, Twilight Sparkle, was meinst du? Nächste Prinzessin, wen haben wir denn noch hier drinne? Ja, da bin ich mir schon relativ sicher. Ihr wisst ja, dass ich großer Disney Frozen, also Eiskönigin-Fan bin. Und dann kennt man natürlich auf jeden Fall Elsa. Die solltet ihr bestimmt auch kennen. Sollte mich wundern, wenn ihr Elsa nicht kennt. Die kennt doch jeder, sogar ich. Ja, auch eine coole Clip-Prinzessin, langes blondes Haar und natürlich eine Krone drauf, eine blaue Krone. Packen wir jetzt trotzdem mal beiseite, denn wir haben noch mehr hier drinnen. So, das ist wohl Schneewittchen. Ja, da bin ich mir auch relativ sicher, dass es Schneewittchen ist. Auch hier finde ich wieder ziemlich cool das blaue Kleid mit dem Gold unten dran. Auf jeden Fall eine tolle Prinzessin, die ich euch unbedingt mal zeigen möchte. Ja. So, wie gesagt, ich glaube, dass Schneewittchen ist. Wenn ich mich da täusche, dann nicht zögern, schreibt mir das unten in die Kommentare. Ja, ich überlege so gerade, ich kenne doch schon mehr Prinzessinnen, als ich so dachte. Zum Beispiel auch hier, das kennt man natürlich wieder, oder diese Prinzessin kennt man, wenn man Frozen-Fan ist. Natürlich, das ist Anna, Prinzessin Anna. Auch hier wieder als Clip-Prinzessin. Naja. Gefällt mir auch megamäßig gut. So, was ist eigentlich eure Lieblingsprinzessin? Das könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Wir haben zum Beispiel auch noch Cinderella, beziehungsweise kennt ihr unter dem Namen Aschenputtel. So, mit blauem Kleid. Ja, ist nicht wirklich meine Lieblingsprinzessin. Ich glaube, meine Lieblingsprinzessin ist natürlich Elsa. Aber was ist eure Lieblingsprinzessin? Das sagt mir mal bitte unten in den Kommentaren. Denn ich bin schon so gespannt. Und ja, Cinderella gefällt mir auch megamäßig gut. Ich kenne ja doch fast alle Namen. So, hier bin ich mir nicht sicher. Schon wieder rote Haare, da könnte man schon wieder sagen Ariel. Aber dann hätte man ja schon zweimal Ariel gehabt. Von daher, das weiß ich nicht so richtig. Auch hier würde ich irgendwie sagen, dass es Ariel ist, aber ich bin da so ein bisschen unsicher. Schade eigentlich. Auf jeden Fall tolles gelbes Kleid mit Rot. Und ja, ist noch etwas hier drin? Nein, das war's dann schon. Also, was ist eure Lieblingsprinzessin? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich bin gespannt über eure Meinung. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, den Ü-Ei-Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann nämlich hier alle gemeinsam das nächste Mal wieder, wenn wir wieder Spielzeug auspacken oder Überraschungseier oder Blindbags. Also bis dahin dann. Tschüss!